Im folgenden Experiment wird gezeigt, dass Gemische aus Staub und Luft explosionsartig entzündet werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass der Staub aus brennbarem Material besteht. Im gezeigten Versuch wird Lycopodiumpulver verwendet. Das sind die Sporen des Bärlappgewächses und somit organischer Natur. Jedoch können weitaus mehr brennbare Staubpartikel eine derartige Explosion hervorrufen, wie zum Beispiel Mehlstaub, Staubzucker, Kohlestaub oder Holzstaub. Prinzipiell gilt, je feinstaubiger die Partikel, desto größer ist der explosive Effekt. Im Experiment wird ersichtlich, dass der aufgewirbelte Staub beim Auftreffen auf die Flamme der Kerze entzündet wird und die Flamme folglich alle in der Luft befindlichen Staubpartikel erfasst. In Industriebetrieben wie zum Beispiel der Nahrungsmittelindustrie oder im Steinkohlebergbau kann eine derartige Staubexplosion lebensgefährlich sein, da zum Entzünden einer Staubwolke schon ein Funke ausreichen kann. Auch bei diesem Versuch gilt, er ist sehr gefährlich, Handschuhe und Gesichtsschutz sind notwendig und er sollte zu Hause nicht selbst nachgemacht werden. Staubexplosion! Geht? Geht? Es geht auch im Freihandversuch, wenn man es zeigt. Es geht gut auf Kerzeln. Sie nehmen ein bisschen Lycopodiumpulver und werfen das auf eine Kerze drauf, ne? Wenn's treffen.